Genau. Wir haben jetzt hier wieder unser Ursache-Vermittlungs-Wirkungs-Model, was uns wunderschön zeigen wird. Wir wollen die Ursache, sprich, die Ursache ist nämlich der Stromfluss. Wir wollen die ermitteln, und zwar die Stromrichtung. Wir gucken uns das mal schnell im Versuch an und klack, nach innen ziehen. Stimmt, von Nord nach Süd die Vermittlung. Die Wirkung ist, dass die Leiterschleife nach innen gezogen wird. Und die Ursache ist also, dass der Stromfluss in die Richtung zeigt. Jetzt drehe ich hier, kleinen Moment bitte, einmal umdrehen. Jetzt drehe ich hier mal die Stromrichtung um und ich vertausche praktisch nur die Polarität. Das heißt, ich lasse den Strom mal verkehrt rumfließen. Verkehrt gibt es hier nicht. Und demzufolge muss Folgendes passieren. Jawohl. Wenn der Strom andersrum fließt, muss auch die Wirkung andersrum sein, nämlich die Leiterschleife wird nach außen geschubst. Bitte nochmal zeigen. Vermittlung, 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 nach oben. Die Ursache ist der Strom. Zum Üben für zu Hause, brecht euch nicht die Hände, es ist verrückt. Also nochmal, die Vermittlung ist ja unser Hilfsmittel, nämlich das Magnetfeld, richtig. Die Wirkung ist aber in die Richtung. Genau, das heißt also, die Leiterschleife wird ja nach außen geschubst. Hier ist die Wirkung und die Ursache ist, dass der Strom jetzt andersrum fließt. Gut, ich glaube, das müssen wir jetzt dazu genügen lassen. Jetzt kann man das noch alles ein paar Mal hin und her machen, noch einen Magneten verdrehen. Es wird immer wieder funktionieren. Ich schließe das Video mal an der Stelle ab.